sehe ich gut aus heute. Leckt mich am Arsch, der Bart ist geil. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Art Werbevideo. Ein bisschen aber auch nicht. Ich muss mal gucken, wie wir das zusammensetzen. Die Jungs und Mädels von BenQ sind auf mich zugekommen und haben mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, einen von den Gaming-Monitoren einmal für mich zu testen. Und generell habe ich hier für mein Streaming-Setup, für Videoaufnehmen braucht man so viele nicht, 4 Monitore. Vorher waren es 3. Ich habe jetzt den BenQ 2411, den Zowie mit dazu bekommen. Das ist im Prinzip ein 144 Hertz Monitor mit ein paar Extras, die ich euch vorstellen werde. 144 Hertz für mich wichtig, weil ich möchte natürlich auf der PS5 oder ihr auf dem PC ja schon mindestens mit 120 FPS auch spielen. Vorher, und das ist kein Witz, habe ich bis zu dem Monitor immer mit 60 FPS gespielt. Auf der PS4 ist klar, mehr ging nicht. Ich habe noch nie auf dem PC gespielt. Ich habe auf der PS5 immer mit 60 FPS gespielt, weil ich A, keine Capture-Karte hatte. Man braucht ja erstmal, wenn man gerade streamt, Video aufnimmt, damit die Bilder auch wirklich auf den Monitor kommen, ein Pass-Through. Und da hatte ich keine Capture-Card dafür, sondern nur die Elgato HD60S, die eben nur 60 FPS schafft, also 60 Frames per Second oder 60 Bilder pro Sekunde. Und dann kam eben BenQ auf mich zu und hat gesagt, wir mögen dein Content, wir können uns vorstellen, dass du den noch einfach mal austestest, den habe ich also gratis bekommen, deswegen auch Werbung. Stell ihn doch mal vor. Und ich habe so ein Review für sowas noch nie gemacht, weil ich technisch ein Idiot bin. Also für mich geht es darum, ich muss geil zocken können. Und da ist es mir egal, ob der Monitor teuer oder günstig ist. Er muss mir das geben, was ich brauche. Also habe ich gesagt, probiere ich es mal und habe den 2411 von BenQ eben bekommen. Und muss euch ganz ehrlich sagen, das allererste Mal von 60 FPS auf 120 FPS ist Life Changer. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch an der PS4 hängen, weil sie vielleicht noch keine PS5 bekommen oder auf dem PC vielleicht gar nicht das Equipment haben, um mehr als 60 FPS aus Games rauszubekommen. Aber ich will euch aus meinen Erfahrungen, und ihr seht da auch so den alten Acer-Monitor, den habe ich jetzt auch noch übrig. Im Prinzip habe ich mir gedacht, den habe ich jetzt zu verschenken. Der funktioniert wunderbar, hat glaube ich 60 Hertz. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr generell von dem Review haltet und den verlose ich an einen von euch, weil ich brauche den nicht mehr. Könnt ihr geschenkt haben, ich zahle das Porto, viel Spaß damit. Der BenQ bleibt hier, den würde ich ganz gerne behalten, der ist nämlich ziemlich gut. Auf jeden Fall habe ich mit dem neuen BenQ dann das allererste Mal diesen Schritt gemacht von den 60 FPS auf die 120 FPS. Und es war ein komplett neues Leben für mich. Gerade in Action-Games, also FPS-Games, ob das jetzt Halo ist, ob das Battlefield ist, ob das Call of Duty ist, Warzone. Games, die nicht sehr storylastig sind, aber viel Wert auf Dynamik, auf Geschwindigkeit legen, ist es unglaublich. Ich kann, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung so sagen, ich kann auf dem Bildschirm, während ich zocke, Bewegungen von Gegnern viel, viel besser lesen und sehen. Wie man sich das vorstellen kann, wenn ihr 60 Bilder pro Sekunde bekommt, ist jede Bewegung von dem gegnerischen Charakter schwieriger für euch zu erkennen. Im Sinne von, springt er, dropshottet er, bewegt er sich nach links, nach rechts und. Das habe ich nicht, beziehungsweise doch, habe ich natürlich hingekriegt, aber es ist ein Riesenunterschied, wenn man doppelt so viel Bilder pro Sekunde. Das menschliche Auge schafft, glaube ich, an und für sich gar keine 120 Bilder pro Sekunde wahrzunehmen und zu verarbeiten. Es sorgt aber automatisch dafür, dass das Gehirn viel mehr Informationen bekommt. Das heißt, für jeden, der gerne competitive spielt, der gerne in einem FPS-Game, Call of Duty oder sonst wo, gut spielen möchte, ist meiner Meinung nach, nachdem ich diesen Switch gemacht habe, ein 144 Hertz Monitor das Mindeste, was ihr braucht. Der BenQ hat ein paar coole Sachen, 24 Zoll, und ich will euch jetzt die guten Sachen nennen, und es gibt auch noch zwei Sachen, die ich zu bemäkeln hätte, damit das für euch ein ehrliches Review ist. Das soll keine einfache Kaufempfehlung sein, weil ich hier was umsonst bekommen habe, sondern meine ehrliche Meinung, und jeder von euch sollte sich am Ende des Videos dann für sich den Gedanken gemacht haben, will ich sowas haben? Macht es Sinn für mich? Oder sind die zwei Negativaspekte vielleicht für mich wichtiger als die Positivaspekte? Das erste. Der BenQ Zowie 2411 ist einfach, was Preis-Leistung angeht, glaube ich, aktuell auf Platz 1. Ihr bekommt den für, jetzt haben wir noch Black Week sogar, 170, 177 Euro. Ein sehr modernen, vielseitig einsetzbaren Monitor mit 144 Hertz, mit dem ihr 120 FPS spielen könnt, mit einem ganz simplen HDMI 2.0 Anschluss. Den könnt ihr an den PC anschließen, an die Konsole. Das ist Plug and Play. Dazu kommt es, dass ich jemand bin, der keinen Bock hat,
ewig lange zu brauchen, um sich irgendetwas einzustellen. Das heißt, BenQ hat hier mit dem Zoe-Assistenten was Cooles implementiert. Und zwar, ihr könnt eure grafischen Settings von dem Monitor, egal ob ihr Call of Duty spielen wollt oder Far Cry oder Fallout oder Battlefield oder sonst irgendein Game. Es gibt für die verschiedensten Games, gerade für all diese Competitive Games, auch Valorant und Counter-Strike, ein Pool von Settings, die ihr direkt runterladen könnt über euren Internetanschluss. Das heißt, ihr braucht im Prinzip euch gar nicht Gedanken machen, wie ist das beste Setting für dieses Game. Ihr müsst das von Game zu Game schon umstellen. Ihr geht einfach in den Assistenten auf dem Monitor, klickt an, welches Setting ihr, was ihr euch dann runterladet, gerne haben wollt und ladet das einfach runter und setzt es im Monitor ein. Jeder von euch kann sein Setting im Prinzip in diese Cloud hochladen und jeder andere Nutzer von BenQ Zoe kann sich diese Settings runterladen und gucken, ob die für ihn passen. War für mich mega. Ich habe natürlich für mich geguckt, Call of Duty, Battlefield, Warzone war für mich wichtig. Hab mir die runtergeladen, hab an den Settings auch nichts mehr gemacht und war glücklich in dem Moment. Mega Vorteile, Bedienbarkeit, super einfach. Ich zeige euch auch so ein bisschen B-Roll-Footage, dann seht ihr nämlich am besten einfach, wie der Monitor aussieht. Der hat einen super, super festen Stand, ist im Prinzip direkt unter meiner Sony Alpha Kamera, so dass ich, je nachdem was ich zock, ob auf dem PC oder auf der Konsole, kann ich einfach auf den einen Monitor oder den anderen Monitor switchen. Für mich ist es ein Riesenunterschied und der gesamte Game Fun, den ich hatte, schon mit Cold War dann angefangen und jetzt mit Vanguard, ist einfach um 100% nochmal gestiegen. Dazu kommt, dass wir eben zwei Funktionen haben, die in manchen Games sehr, sehr hilfreich sind. A, haben wir Black Equalizer. Das heißt, sehr helle Stellen im Game werden durch den Black Equalizer, den ihr hoch und runter stellen könnt, etwas dunkler, angenehmer zu sehen, farbenfroher im Prinzip, und sehr dunkle Stellen werden etwas aufgehellt, ohne dass ihr gesamte Helligkeit hochstellen müsst. Gerade bei Games wie Counter-Strike, wo sehr viel mit Schatten gearbeitet wird, wo sehr viele Kisten stehen, die Schatten werfen oder Farben haben, ist das ein massiver Unterschied und hat mir persönlich bei einigen Games bisher schon geholfen. Dazu kommt ein System, was wir ein bisschen in den Voreinstellungen von Call of Duty auch haben, aber leider nicht in allen Games, was ich bis heute nicht verstehen kann. BenQ mit dem Zoe-System hat das Dyack-System eingeführt. Im Prinzip ein System, was dafür sorgt, dass wir bei Gunshots, bei Bewegungen, jedes Mal, wenn wir in Motion sind, Bewegungsunschärfe auf ein Minimum reduziert. Wenn ihr in Call of Duty in die Standard-Settings geht, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sowas wie Tiefenunschärfe oder Kamerawackeln runterstellen könnt. In anderen Games könnt ihr das nicht. Und ich persönlich habe für mich den Test gemacht, wie es aussieht mit Kamerawackeln und ohne. Und muss euch ganz ehrlich sagen, man sieht beim Kamerawackeln leider rechts und links, das ist ja der Effekt, Blur. Das heißt, es ist verschwommen. Man sieht aus der Bewegung nicht, ob rechts oder links ein Gegner ist, ob da kein Gegner ist, weil zu sehr verschwommen ist. Das Dyack-System von BenQ sorgt aktiv dafür, dass ihr die Möglichkeit habt, auch wenn ihr mitten in einem Gunshot seid oder irgendwo im Gunfight, wo dann wirklich ja sich alles bewegt. Der Charakter bewegt sich, dann seht ihr die Schüsse, dann kommt der Blur wieder zustande, dass ihr trotz dieser Aktionen, die ihr durchführt, immer noch die Möglichkeit habt, rechts und links zu schauen, wie es aussieht. Während das gesamte Design von BenQ 2411 ziemlich simpel ist und im Prinzip genau das, was ich brauche, um einfach zocken zu können. 24 Zoll ist meiner Meinung nach zum Zocken auch die ideale Größe. Es gibt verschiedene BenQ-Modelle auch mit 27 Zoll und ich glaube mit 32 habe ich auch einen relativ großen gesehen. Das ist im Prinzip die Größe, die ich brauche. Ich muss euch sagen, für 170 Euro einen sehr gut funktionierenden 144 Hertz Monitor zum Zocken ist, gerade wenn man vielleicht keinen großen Geldbeutel hat, genial. Es gibt aber auch zwei Dinge und das habe ich denen auch von Anfang an gesagt und da muss man sagen, ich kann euch nur aus meiner Erfahrung sagen, der ganze Kontakt von Anfang an war super transparent, ein super faires Angebot bekommen. Das Ding war nach 3 Tagen schon bei mir. Ich habe jetzt ewig gebraucht, um mich endlich ransetzen zu können, weil ich einfach mit Streams und Videos und Projekten so viel zu tun habe. Und die waren von Anfang an transparent. Ich habe einen netten deutschen Kontakt gehabt. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Also ich kann euch rein von der Marke BenQ, kennt jeder von uns, nur empfehlen, dass ihr zumindest mal einen Blick drauf werft. Das sind sehr nette Menschen, so wie es ausschaut zumindest. Aber die zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören. Das erste, der BenQ, der 2411, hat so eine kleine Fernbedienung. Die zeigt euch mein Cutter da einmal. Mit dieser Fernbedienung habt ihr die Möglichkeit, einzelne Settings am Monitor einzustellen, die ich im Prinzip jetzt so hinter dem Monitor einstellen muss. Diese Fernbedienung ist standardmäßig im Kauf nicht dabei. Die kostet bei Amazon aktuell so 19 Euro. Das macht jetzt keinen riesen Unterschied. Ist natürlich auch eine Low-Budget-Variante dieser Monitor. Hätte mir aber gewünscht, dass man den dazu bekommt. Nicht einmal jetzt, weil er bei mir umsonst ist, sondern weil ich der Meinung bin, dass es viel, viel einfacher ist und modischer, eine kleine Fernbedienung rund zu haben, die man neben den Monitor legen kann, die keinen stört, womit man die wichtigsten Settings mit einem Knopfdruck machen kann. Und das zweite, und das ist das, was mich am Anfang
Anfang am meisten gestört hat. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Paneele. Das IPS-Panel, das VA-Panel und das TN-Panel. Das TN-Panel ist hier zwar das günstigste, zugleich aber eben auch das reaktionsschnellste und eignet sich perfekt für schnelle Shooter-Games, solange ihr keinen großen Wert auf die grafische Leistung wie bei Story-Games legt. Was im Prinzip für grafische Vielfalt, für Kontrast, Sättigung, Farbstärke und dafür da ist. Das IPS-Panel ist natürlich das modernere. Das benutzt in dem Fall der BenQ Zoe nicht. Der benutzt ein älteres Panel, was natürlich auch eine Kostensache ist. Mit dem neuen Panel würde der locker wieder 40, 50 Euro mehr kosten und wäre dann wieder in diesem Schwung mit anderen Konkurrenten, die eben ihre Monitore bei 220, 230, 250 Euro haben. Wenn ihr unbedingt einen Monitor haben wollt, auf dem ihr 120 FPS schafft, aber hauptsächlich Storygames spielen wollt, würde ich euch von dem BenQ absolut abraten. Wenn ihr also eher Storygames spielen wollt, weniger FPS-Games, keine Call of Duty-Fans seid, dann würde ich euch von dem BenQ dringend abraten, weil ihr dann unbedingt einen Monitor haben wollt, da hat BenQ auch einiges auf Lager, wo man einfach eher auf das Panel achten möchte, dass das eben etwas farbenfroher ist, die Sättigung besser angepasst und auch die Schwarz-Weiß-Unterschiede besser sind. Wenn ihr aber ein Gaming Monitor haben wollt, mit dem ihr 120 FPS spielen könnt, mit dem ihr wirklich nochmal eine Stufe nach oben stellt, und da ist Gaming-Hardware und Peripheriegeräte einfach wichtiger als alles andere. Das ist egal, was für ein Gaming-Stuhl ihr habt, damit die Infos, die die Konsolen, Xbox, PlayStation oder der PC an euch ranliefert, auch wirklich gibt. Und in dem Fall muss ich sagen, jeder, der Interesse daran hat, besser zu spielen, ein schöneres Erlebnis zu haben und auch diesen Unterschied merken zu wollen, wie es eigentlich ist zwischen 60 und 120 FPS. Für den ist der BenQ 2411, glaube ich, die ideale Wahl. Gerade zu einem Preis zwischen 170 und 200 Euro. Kann man da preislich überhaupt nichts sagen. Ich habe bewusst darauf verzichtet, einen Rabattcode oder sonst irgendwas zu nehmen, weil ich der Auffassung bin, wenn wir Creator schon angefragt werden, für wirklich sehr, sehr große Unternehmen Vorstellungen zu machen, sollte das immer transparent sein. Das heißt, wäre der jetzt komplett scheiße gewesen, hätte ich euch das gesagt. Es gibt eben diese zwei Sachen, die ich zu bemäkeln habe. Das mit der Fernbedienung, das kann man vielleicht übertrieben finden, aber gerade das Thema mit dem Panel finde ich ist einfach wichtig, weil man von Anfang an wissen sollte, was man sich da kauft. Es sieht grafisch trotzdem gut aus, es gibt einfach nur zu neuen Paneelen eben einen Unterschied, den man erkennt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen darüber sprechen, was mir an diesem Monitor so gefällt, und er steht im Prinzip direkt vor mir, und weil ich eben jetzt diesen einen übrig habe, den alten Acer, der hat 60 Hertz nur, der ist Ewigkeiten schon mein Besitz, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr davon, habt ihr einen BenQ Monitor? Lasst gerne ein Like da, würde mich interessieren, und einer der Glücklichen wird in dem Kommentar einfach nach 72 Stunden angeschrieben, und dann habt ihr die Möglichkeit, den hier von mir zu bekommen. Wenn ihr wollt, streiche ich auch einmal drüber und dann geht er zu euch. Leute, lasst mich eure Meinung gerne wissen. Ich bin raus, haut rein.